Hallo Videofreunde, heute besuchen wir den Wat Chidi in der Ampel Khon San. Da gibt es einen 700 Jahre alten Buddha zu bewundern und auch ein uraltes Haus, wie mal scheinbar in Isan üblich war. Leider stand davor ein großes Auto, ich kam noch schlecht ran. Hier ist ein Reisstampfer zu sehen. Ein Wasserbüffel hat man auch davor gelegt. Hier geht der Zugang zum Haus. Die Terrasse ist da noch. Und dann gucken wir uns das da innen an. Also das ist da sehr schlicht drin alles. Viel mehr hatten die Leute wahrscheinlich damals auch gar nicht, vermute ich. Das ist das Schlafzimmer. Und hier mache ich von der Terrasse aus einen 360 Grad Rundumblick. Dann hat man auch gleich einen besseren Überblick. Da stehen einige Hausgerätschaften rum und da in der Ecke jetzt ist die Feuerstelle. Ja, und dann war schon, was man da früher so am Haushalt hatte, dann ein paar Reisbecher da zum Reis aufbewahren. Ja. Da noch ein paar Tongefäße. Ja, mehr gab's da wohl nicht. Wir sind dann in der Reisbehälter. Ob es diese Reisbehälter da früher auch schon gab, kann ich nicht sagen. Im Schlafzimmer habe ich ja auch mal mit 360 Grad aufgenommen. Also da konnten da so Erwachsene drin schlafen und dann war schon Schluss. Größer war der auch nicht. Für die Kinder, wenn da welche waren, geschlafen haben, ja, draußen oder was weiß ich. Meine Eltern mit im Zimmer, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist da bloß eine kleine Schlafstätte für zwei Leute. Ich habe dann nur die große Kammer von draußen reingehalten und da sieht man das dann. Hier nochmal ein paar Gerätschaften. Ein Flug steht da auch. Ja, das war schon ein paar Mal Leute damals. Blick hier auf der Terrasse gemacht. Und hier nochmal ein Blick durchs Fenster ins Schlafzimmer. Mehr gibt es da nicht zu sehen, dann warten alle schon. So Leute, dann war es ja wieder mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Am besten abonniert den Kanal und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, Dieter.